Moin YouTube, wir sind hier im Sabaton Tag 2 auf Twitch. Wenn ihr Bock habt, schaut unbedingt vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung, genauso wie auch zu diesem Video. Und wir gönnen uns heute wieder ein Video von den Allerjüngsten, die sich wieder mal in die Fahrschule begeben haben. Und mal gucken, was da jetzt auf uns zukommt. Boah, die haben ein cooles neues Intro. Aber wegen Join. Ah, okay. Fahrschule! Was geht, Jungs, Alter? Ich hoffe, die haben auch eine Theorieprüfung mit dabei. Wir sind ja alle mal durchgefallen beim Führerschein, oder? Nein. Ich bin nicht durchgefallen. Seid ihr durchgefallen, Chat? Seid ihr einmal bei dem Führerschein durchgefallen? Herzlich willkommen zu einem neuen Allerjüngsten-Video. Ich wurde sehr, sehr oft von den Jungs belächelt, weil ich leider immer noch mit meinen 37 Jahren keinen Führerschein habe. Aber ich habe mir gedacht, heute... Wait, der ist 37 und hat keinen Führerschein. Okay, das ist krass. Nee, noch nicht mal angemeldet? Nö, okay. Mal das Lenkrad um. Und ihr werdet euch einfach mal hinter Steuer setzen und wir schauen. Würdet ihr im Jahr 2023 die Fahrprüfung noch einmal bestehen? Wer fällt durch? Wer schafft es? Das sehen wir am Ende des Videos. Auf geht's. Was kommt zuerst? Selbstverständlich der Theorieteil. Das sind die beiden Fahrlehrer. Einmal der Bari. Ist auch wirklich mein Fahrlehrer. Also wir machen zusammen seit gefühlt 13 Jahren. 13 Jahren versuchen wir den Führerschein zu machen. Und der liebe Arne, wir führen euch jetzt durch den ganzen... Er ist 7-mal durchgefallen. Theorieteil. Du bist Tim? Ja. Schön, dich kennenzulernen. Wer bist du? DK Drift King. Bari hat das Wort, wir sind leise. Ich sag Heck, du sagst Tor. Hector, Hector, Hector! Digga, wir haben heute Abend noch einen Döner gegessen. Ja, okay, reicht jetzt, Baby. Ja, okay, wie ihr alle wisst, Marc ist der Einzige ohne Führerschein. Wie oft bist du denn jetzt noch erwähnt? Wann hast du deinen Führerschein gemacht? Mit 18. Praxis habe ich ja instant geschafft. Theorie bin ich einmal durchgefallen. Theorie habe ich beim ersten Mal bestanden, Praxis auch beim ersten Mal. 2014, 27.02. habe ich gemacht. Ich habe gelernt und so. Du hast ihn einfach so lange belabert, bis er ihnen die gegeben hat. Ich habe zugehört, Bro. Podcast hat er gemacht. Sascha. Unspektakulär wie bei Ron. Theorie beim ersten Mal. Und wann? 11 Jahre. Ja, Marc, wollen wir ja gar nicht fragen, ne? Ich glaube, es wird der 12.12.2023. Nico. Ja, ich kann mich noch relativ gut erinnern. Ja. Bei mir war es fast beim ersten Mal, hat es geklappt. Bei der Theorie war fast. Ey, Sophie, wie geht's dir? Ich fünfmal. Fünfmal? Das ist so geil. Das gibt mir echt Hoffnung. Hast du aber gelernt? Ja, ich hab gelernt. Hä? Die Pyramide der Vorfahrt, was ist die Grundregel? Vorfahrtspyramide. Das ist, was hast du denn da rein? Bei mir steht Olaf Scholz. Olaf Scholz, nicht Merkel am A. Merkel ganz unten am A. Ist falsch, oder? So unten ist das, was am wichtigsten ist. Nein. Bro, du kannst doch nur durchfallen. Unten ist rechts vor links. Warte mal, was hat er gesagt? Rechts vor links? Oh, gut und selbst, ey, Sophie, jetzt, wo du da bist, geht's mir super. Mofa, Prüfe, Bescheinigung, null Fehler, Roller, einen kleinen Fehler, aber zum 17. Geburtstag Führerschein wieder abgegeben wegen Trunkenheit. Tja. Das musst du jetzt können, Alter. Du musst das jetzt können. Warum muss ich irgendwas können? Oh, Digga, du enttäuscht mich echt ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Amar, hast du einfach alle angekreuzt? Amar blau? Oder Amar, was hast du da eingetragen? Ich hab's nicht verstanden. Ja. An die Kreuzung ran. Alle gleichzeitig. Ich hab's nicht verstanden. Man verständigt sich einfach. Ja, okay, wie verständigen wir uns denn da? Ja, hupen oder fahr! Fahr! Hier wäre es ja auch noch, dass man ja eigentlich den schwächeren Verkehrsteilnehmer erstmal fahren lässt. Man lässt den Schwächsten fahren, aber was ist, wenn Markus Rühl mit dem Fahrrad an die Kreuzung kommt? Was ist das hier? Oh, irgendwas mit Vorsicht, ne? Warte. Lass mich doch mal bitte kurz ausreden, okay? Ja, aber du hast doch keinen Plan. Sagte der, der 7-mal durchgefallen ist. Da hat der andere Vorfahrt. Und wie heißt das Schild? Vorfahrtsgewährungsschild. Jawohl. Ein rotes Dreieck zeigt dir an, dass die Gefahr bald kommen kann. Jedes Video von Amar ist ein Flop. Dieses Schild, das nennt man Stopp. Alter, das haben wir besprochen. Vorfahrt. Nein. Oh, shit. Das ist das Vorfahrtsschild bei dir? Entspannt, Digga. Haltegebotsschild. Hector! Hector! Das heißt, halt, Ausrufezeichen, Vorfahrt gewähren tatsächlich. Digga, yo. Yo, das klingt wie eine Serie von krasser Klassenfahrt oder so. Darf ich das Schild erklären? Ich würde eigentlich gerne den nehmen, der am längsten... Wer den längsten hat? Aber... Minimum 3 Sekunden. Okay, wie zählst du im Kopf? 21, 22. Ich zähl ein. Ist aber falsch, warum? Nee, ist richtig, 21, 22. Aber warum ist das richtig? Ist super. Ja, um zu signalisieren, man hat zwar noch ein bisschen Alkohol im Blut, aber man kennt noch die 23, 24. 21, 22, 23. Gleichzeitig. Ja, 1, 2, 3. Digga, keiner sitzt im Auto. 1, 2, 3.
Was ist denn, wenn wir da keine Linie haben? Nico, du warst so oft in der Theorie, das musst du wissen. Hey, alles gut. Kann Marco ruhig machen. Also wenn keine Linie ist, keine Linie auf dem Schild oder was? Nee, ist keine Linie. Willst du mir wissen, was passiert, wenn keine Linie da ist? Bist du sicher? Ja, das will ich von dir wissen, ja. Anstatt des, der Haltelinie wird der Bordstein zur Markierung. Der Bordstein wird zur Markierung, Digga. Dieses Digga noch. Nein, das war nur Spaß, war nur Spaß. Ja, ich würde beim Stoppschild einmal stehen bleiben. Ja, total falsch. 12. Ist das ein Quatsch, Alter? Willst du mich komplett verarschen? Hier machst du deinen Führerschein. Du stellst dich so scheiße da. Frag den nicht mehr. Für euch ist es wirklich kredibilitätstechnisch. Ja. Frag den nicht mehr. Zu meiner Moin, Leon, was geht? Oh, scheiße. Moin, Borussia Dortmunder, wie geht's dir? Ausrufezeichen, Ticket, Leute, fürs Giveaway. Ja, kann ich so lange bleiben, muss ins Training heute. Sophie, was wird heute trainiert? Körper oder Kampfschläge? Seit 13 Jahren immer noch nicht dazu gekommen, Autoschein zu machen. Jala, ich fühle den Pain. Leon, guten Morgen, mein Lieber, wie geht's dir? Hast du gut geschlafen? Geht's dir heute schon besser? Ey, Digga, das ist wirklich so peinlich. Imagine, du hast 7 Führerscheinprüfungen hinter dich gebracht. Ich gebe danke schön, Alter. Warum nicht direkt? Da stehen. Ja, siehst du. Ich wollte gerade sagen, ich halte beim Stoppschild bei der Sichtlinie. Ich komme nicht zum Aussprechen. Also, ich halte beim Stoppschild, wenn ein Stoppschild da ist, werde ich da halten, also bei der Sichtlinie. Ja, warum sagst du nicht direkt? Die mir der Bordstein anzeigt. Wir gehen jetzt an Arne, der macht jetzt mit euch ein bisschen weiter. Wir fangen ja da mit den Gefahrzeichen an, das ist ja auch die Überschrift. Ein rotes Dreieck zeigt dir an, dass die Gefahr bald kommen kann. Genau, das unzureichende Lichtraumprofil. Zu heißes Schild? Ja. Wie bitte? Nicht rauchen? Gibt es eine Studie, bei mir fällt das ehrlich auf, ich muss sagen, als Betroffener, wie oft man als Mann einen Unfall baut, weil man jetzt no joke vielleicht einer hübschen Frau hinterher guckt. Das ist eine Sache, ich meine das echt ernst. Ich bin voll nice, auf diesen Leimroller. Ich sehe so Mädel und ich gucke echt hin. Aber weißt du, was ich meine? Bro, 100%. Wir müssen jetzt rausfinden, wie viel Meter wir zurücklegen bei einem Reaktionsweg. Also wenn das in der Prüfung kommt... Der Typ ist so genervt. Oh mein Gott. Ich gehe einfach nach Hause und komme in 2 Wochen wieder. Das ist wahrscheinlich die einfachste Frage, die du in der Prüfung bekommen kannst. Digga, Marc, ich bitte dich. Du musst einfach immer eine Geschwindigkeit im Vorhinein setzen. Auf der Hauptschule und das hat ja auch einen Grund gehabt, Bro. So ein bisschen Grundbasics waren auf jeden Fall da. Und bei Marc war ich jetzt ein bisschen enttäuscht, ne, dass er doch weniger im Kopf behalten hat, als er sollte. Also man merkt natürlich, manche sind ein bisschen bedachter in dem, was sie tun. Ne, machen sich sehr viel Gedanken darüber, ob sie dann wirklich beim Fahren so sind. Werden wir jetzt gleich draußen sehen. Wird sehr, sehr gespannt. Es wäre cool, wenn wir einfach nur die Karre nicht kaputt fahren. Freunde, wir sind fertig mit dem Theorieteil. Und jetzt kommen wir zu. Boah, Leute. Ich krieg in 11 Subs eine Currywurst mit 50.000 Scoville. Wenn wir die jetzt noch zum Mittagessen fertig kriegen, kann ich die einfach mittags essen. Fahrprüfung. Es gibt nur einen ganz kleinen Haken. Wir haben hier einmal einen Automatikwagen, damit lerne ich gerade, und einmal Schaltung. Ihr dürft euch jetzt die Teams aussuchen. Okay, Ron und Marc kommen auf jeden Fall schon mal rüber. Warum bin ich denn der? Ja, yo, Digga. Ey, könnt ihr nicht schalten, Digga? Ist doch nicht euer Ernst. Sascha kommt safe zu mir. Revi auch, ich muss auch direkt bei mir bleiben. Eigentlich würde ich gerne Amalie sehen. Hey, Nico? Meinst kommst du zu mir rüber noch? Okay. Tim geht rüber. Ja. Hey, warte mal, sind das jetzt wirklich die Tim? Aber du darfst schalten, ja, das ist der Schalter, Digga. Du fährst heute Schaltung. Er kann nicht, Digga, er kann das nicht. Also wir fahren jetzt wirklich eine offizielle Prüfungsstrecke. Ganz offiziell, ja. Wenn ihr drauf drückt auf dieses Pedal und dieser Sound kommt, dann ist ja eigentlich over. Genau. Jeder hat ein Leben. Ja, was sonst haben wir ein bisschen gedacht. Ach du Scheiße, ich bin jetzt gespannt, ob die es schaffen. Dass wir nicht so weit kommen. Was berühre, piepst das Ding, dann ist dein Leben weg, dann hast du noch eine Chance. So, rechts ist Gas, ne? Hier ist Bremse. Und der Gang ist hier unten angezeigt. Ich lasse mir gerade noch mal erklären, wie das Fahren geht, um dann eine Prüfung zu machen. Wenn du deine Fragen hast, dann ist das jetzt der Rückwärtsgang drin? Rückwärtsgang ist drin, ich habe keine Rückfahrkamera. Anfang des Jahres hat Ron seinen Führerschein gemacht. Dementsprechend sind die Regeln noch relativ frisch bei ihm im Kopf. Ich habe Rückspiegel, check. Ich habe Seitenspiegel, check. Ich fühle mich hier gerade in diesem Auto super wohl. Ja, das wäre die Verlassung schon, oder? Also, so, wir wollen ausparken, richtig? Ja, das darfst du nicht machen. Das ist nicht erlaubt. Was ist nicht erlaubt? Was? Wieso ist das nicht erlaubt? Hä? Wait! Warum ist das nicht erlaubt? Wegen der Hand, ne? Die Hand war falsch. War die Hand falsch? Er hätte sich zerdrehen müssen, Schulterblick, aber ohne Hand. Bro, geht's noch los, oder? Ja, genau.
Man muss die Kupplung auch beim Start. Das wusste ich nicht. Wo runterdrücken? Nee, hier. Wo befinden Sie sich? Ich weiß nicht, wie man Rückwärtsgang einlegt. Oh, komm. Der Warmblinker. In welchen Situationen müssen wir den einschalten? Wenn ich abgeschleppt werde. Richtig, wenn du abgeschleppt bist oder wenn jemand abschleppt. Wie oft schleppst du denn ab? Ah, okay, sorry. Gucke, keiner da, fahr weiter. 100%. Hier, sorry. Das haben Sie mir nicht gesagt, entschuldigen Sie. Geradeaus, Mann. Nein. Erste Leben ist aber weg, weil hier ist eine Rechts-vor-Links-Situation. Das ist ein Parkplatz, Bruder. Das ist eine Rechts-vor-Links-Situation. Ey, was ist das Scheiße? Ihr gelernt? Oh, erstmal hier natürlich. Hier könnte jemand ja kommen von Burger King. Gucken wir tüchtig nach vorne, hier kommt keiner. Bisschen spät, ne? Nee, ich hab noch da super toll gebremst. Hier ist die Linie. Ja. Ist vorbei, ne? Soll ich zurückfahren? Ja, wir fahren jetzt. 3 Sekunden. Ja! Ist der dumm! Oh mein Gott, ich sehe es aber nicht mal, dass er von den. Okay, ja, wir fahren zurück. Nee, das ist ja dein erstes Leben. Also Tim, ich sagte, du fliegst raus. Wie hier ist rechts vor links. Ja, da ist eine Ausfahrt. Also das ist doch eine Einfahrt. Bitte? Oder nicht? Das Verkehrszeichen heißt, dass du hinter dem Schild rechts abbiegen sollst. Oha. Darf ich kurz fragen, wo wir hinfahren? Das musst du sagen. Ansonsten immer geradeaus. Dann machen wir den Rückwärtsgang rein. Wo fahren wir hin? Nach rechts, natürlich. Das habe ich ja gar nicht gecheckt. Ich dachte, das ist ein Ding. Moin Moin Dunkelbund. Stoppschild. Jeder ist an diesem Stoppschild gescheitert. Aber ich stehe doch da gerade da und ich fahre langsam vor. Aber ich stand doch gerade. Für die rechts von links. Nein, aber ich bin doch gerade eben, stand ich doch hier. Hast du ehrlich nicht gezählt? Das ist Scam gewesen. Wo fahren wir denn hin, Herr Fahrlehrer? Achso, ich darf noch nach rechts fahren. Oh Mann, auf zu lachen, Alter. Wir haben noch das Stoppschild hier, ne? Aber ich stand ja gerade, oder? Am Stoppschild? Ja. Stand wegen rechts vor links. Aber ich habe das Stoppschild ja gesehen, deswegen stand ich ja auch gerade. Weiß ja immer noch keiner, wo wir hinfahren. Ne, wir fahren nach rechts. Okay, warte, dann machen wir das so. Dann geht beim Fahrrad, ne? Ich steck den Arm aus. Achso, wir können auch. Achso, ja, hab ich. Ach so, ich hab das doch. Ist ja völlig. Ich hab das doch extra. Ey, ich fick diese Kupplung. Ich fahr jetzt erstmal nach rechts, okay, weil es niemanden stört. Das Schild ist doof. Ey, aber das ist ja auch halbtückisch, ne? Es ist ja wirklich halbtückisch, dass nicht mal 50 Zentimeter vor dem Schild nochmal eine Ausfahrt ist. Dass du quasi einen Meter vor der Einfahrt schon stehen musst, um dann an dem Stoppschild nochmal anzuhalten. Das weiß, also, was? 23! Ich fahre nicht wie eine Oma. Jetzt kann ich auch nicht. Nee, die fährt schneller, glaube ich. Warum? Warum? Weil du im vierten Gang bist. Warum bin ich im vierten Gang? Fahren die nächste nach rechts. Die hier? Die nächste nach rechts. Oh mein Gott. Einbahnstraße. Hey, du glaubst mir gar nicht, wie verdammt schlecht ich bei der Führerscheinprüfung war. Ne? Doch, hast du ja gesagt, du bist fünfmal durchgefahren. Zu schwitzen, Alter. Ist das jetzt so? Wenn wir geradeaus fahren würden, nicht, aber wäre auch geil, wenn wir fahren. Ihr merkt, der Ton wird rauer, ne? So langsam ahnen. Der Ton wird rauer, ey. Ja, auch kein Bock mehr. Spazierfahrt bis jetzt, ne? Ja. Oh oh. So super. Ronzo. Ich will hier raus. Ich wollte gerade. Rechts vor links. Ja, aber sie ist doch noch gar nicht eingestiegen. Ja, aber sie, guck mal. Ja, wann denn? Soll ich warten, bis der Mond in mein Ghetto kracht oder was? Ein Leben weg. Nein, das ist doch kein Leben. Ist das ein Leben weg? Nimm den ersten Gang. Will ich im ersten oder nicht? Nein, du bist im zweiten. Warum? Warum? Jetzt bist du im dritten, der ist noch beschissener. Warum? Jetzt bist du im zweiten. Wie komme ich in den ersten? Ja, wo ist denn die Eins? Na, hier. Aha. Oh Gott. Keine Elfer. Oh Gott, da muss man ja so ruhig bleiben. Ich könnte gar nicht der Fahrlehrer sein. Ich glaube, irgendwann würde ich ausrasten, ey. Schon am Vapen. Gerade noch nicht, danke. Okay. Das X bedeutet, dass man hier, glaube ich, keine Vorfahrt hat. Hätte ich nicht gedacht, Tatsache. Was verkacken die meisten? So, ich sehe ein bisschen schlecht. Vielleicht müssen wir woanders stehen bleiben, weil wir schlecht sehen. Ja, ich weiß. Du siehst schon auf der Straße. Die Tür ist noch offen, dann ist doch kein rechts vor links. Steig irgendwann mal ein. Da wäre ich 10-mal rumgekommen. Schlecht nachgemacht haben. Oh. Digga, muss
nicht. Das ist echt. Spiegel, in 11 Subs muss ich die Currywurst essen. Was machen wir da? Ich hab Bock, ich hab so Hunger. Also wenn das jetzt bald voll ist, bitte, bitte mach sie schon um ganz früh. Für diesen Berg. Das ist rechts vor links, mein Freund. Sehe ich alles. Das sehe ich alles. Er ist im Gegenverkehr, pass bitte auf. Ich fahre im Gegenverkehr? Ja. Ich bin vorher stehen geblieben und dachte, ich mache so Salamitaktik, bis ich halt sehe, wo ich überhaupt was sehe. Fahr doch mal. Wir fahren gerade im Gegenverkehr, muss gucken, dass du rüber. Also hier müssen wir rein? Aber rum. Das ist mal angenehm, mit jemandem zu fahren, der schon Auto fahren kann. Ja, das höre ich öfter. Bis zum Sichtschutz. Linie. Linienschutz. Nee, Sichtlinie. Also. Aileen, kannst du mich daran erinnern, dass ich morgen früh, falls du da bist, nur wenn du da bist, mach dir bitte keinen Wecker, auf gar keinen Fall, du schläfst aus. Aber falls du da sein solltest, erinnere mich daran, dass ich zur AMR ein Video machen muss morgen früh, bevor alle da sind. Wir gucken mal. Im dritten Gang kann das Auto das nicht. Ganz entspannt, ich bin noch nicht abgesoffen. Wenn wir mal jetzt ganz hart sind, ist eigentlich auch schon Sense gewesen. Ne? Wirklich? Ja, ja. Ich wäre jetzt schon weg gewesen. Zweimal rechts, links und dann stehst du im Gegenverkehr als Linksabbieger. Scheiße, ich muss wirklich noch viel lernen. Fuck, im Gegenverkehr steht er. Da Carsten. Oh, ich weiß es auch nicht. Groß, Salim. Ich nach links. Ich prima, durch. Bis später, meine Liebe, wir sehen uns. Ich gefallen. Nee, du hast ja ein Leben. Das ist mein ein Leben, weil du mir ins Lenkrad gefasst hast. Du fährst uns in Richtung Auto und in einer Fahrt. Riddler, du hast einfach im irgendwo hast ein Wort geschrieben wie eine Internetadresse. Muss es nochmal posten, aber ohne, dass es wie eine Internetadresse aussieht. Du hast gerade Titel und Thumbnail ruiniert. Ich hätte einen Unfall in der Fahrprüfung gehabt. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich hab's nicht gesehen. Ja, ist gut. Dafür machen wir das. Schau hin, immer noch. Wir ordnen uns immer rechts an. In Deutschland ist ja Rechtsfahrgebot. Linke Spur, um dann nochmal nach rechts rüber zu ziehen. Wir können wieder rüberfahren. Oh mein Gott. Bitte? Wir können wieder rüberfahren. Auf die linke Spur? Nee, geradeaus durch, das ist zu Ende. Dann gehe ich jetzt auch in den zweiten Gang und dann fahren wir jetzt hier auch mal richtig Auto. Ne? So, mach die Blitze einfach an. So, ist jetzt scheißegal. Dann bleiben wir Richtung Olpe. Wenn es weiter nichts ist, dann fahren wir Richtung Olpe. Bei mir ist schon automatisch, dass ich bei 100, 120 fahre. Ach so. Spaß. Nach links, ne? Wir wollen bitte links weiterfahren. Moin, moin, Süßer, wie geht's dir, mein Lieber? Schön, dass du da bist. Stoppschild, mein Freund. Mit sehr viel Augenzwinkern ist das erste Leben weg. Den du immer ins Lenkrad greifen musst. Ja, ich in die falsche Fahrstreife fahren, bitte. Du hast gerade einen Fahrstreifenwechsel im Kreuzungsbereich gemacht. Hä? Ehrlich? Ja, es ist Schluss, also kannst du wieder zurück. Fahrschule, ich muss nach links. Ja. Das ist mein erster Unfall gewesen. Aber nein, man muss ja ins Lenkrad greifen und den Spaß verderben. Das ist der falsche Gang. Das ist auch der falsche Gang. Der kann einfach immer noch nicht Gang schalten. Nee, das ist immer noch falsch. Bro. Ja, also Digga, ich weiß nicht, wo du schalten gelernt hast, Digga, aber das ist ja geisteskrank. Das ist ja wirklich geisteskrank. Das war richtig stark. Sehr gut, wirklich. Aber so lernt man auch, ne? Indem man so oft durchfällt, dann lernst du die ganzen Fragen ab. Ja, das ist tatsächlich so mein Prozess. So. Auch so in den Firmen, so ein paar Mal insolvent gehen, damit man so lernt, man darf nicht insolvent gehen. Blinken wird überbewertet. Ja, ja, fertig. Jetzt brauchst du auch nicht mehr. Ich hab bestanden, oder? Kannst du bitte schalten? Was ein Scheiß, Alter. So schlimm? Ja, ist doch scheiße, ey. Ich war auch so übertrieben nervös, Caesar. Aber die haben schon den Führerschein, außer Marc. Marc ist 7-mal durchgefallen, aber der Rest hat eigentlich einen Führerschein. Die wissen nicht mehr, was rechts vor links ist. Die haben gar keine Ahnung, Bro. Ach du Scheiße, er fährt. Mein Monkette Web, guten Morgen, wie geht's dir? Alter, krass, Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass Ron wirklich so unfassbar schlecht Auto fährt, Mann. Die sagen da, ja, da gibt's keinen Scam. Das war alles Scam. Ron, dieser Burger King ist Scam. Was wollt ihr mich f***en? Ron kann nicht schalten. Ja, Burger King war wirklich Scam. Ey, alles klar, Aileen. Ich sag schon mal vorab, schlaf schön, meine Liebe. Ehrlich, Bro, guck mal, wie dreckig du lachst und du dich umdrehen musst. Bro, was ist mit diesem Burger King? Ja, der Burger King war wirklich dreckig. Auch mal. Bro, aber ich frag noch die ganze Zeit, Jungs, gibt's da irgendeinen Scam? Und die alle, nö. Das sind die Straßenregeln, was für Scam? Was machen wir, Autobahn? Ja, was soll das? Du hast gar keinen Bock mehr auf dein Leben, ne? Erzähl mir was von zwei Kindern, verheiratet. Würde ich mal sagen, wir packen mal hier rückwärts ein. Ah, keine Rückfahrkamera.
ich gucke natürlich nach hinten, weil wir fahren nach hinten. Ja? Ich lenke full ein, ja? Full. Wir sind an der Vorderachse angelangt. Wir drehen gegen. Wir stehen drin. So würde ich stehen bleiben. Sieht gut aus. Würdest du so stehen bleiben? Ja. Sieht gut aus. Geradeaus weiterfahren müssen. Boah, das ist okay. Dachte am Anfang auch, wieso wird meine Nachricht gelöscht? Hier wird im Internet nicht Inet abgekürzt, zumindest nicht mit einem Punkt. Genau, nicht mit einem Punkt. Weil der Bot kann ja nur erkennen, wenn du zum Beispiel nicht Punkt Inet reinschreibst, erkennt er das als Internetseite. Achso, geradeaus. Das ist ja verboten. Geh mal Gas, geh mal Gas. Ich halte meine Fresse gerade. Ich habe auch sehr viel Respekt gerade. Es läuft echt zu gut. Man kann hier gar nichts gegen mich sagen. Wir wollen hier rechts abbiegen. Natürlich, sehr, sehr gerne. Dann such dir mal einen Platz zum Wenden. Zum Wenden? Pass auf, jetzt spiele ich dir einen auf. So, dann wollen wir mal hier. Ich muss ja hier nicht blinken oder so den Faxen, oder? Doch, natürlich. Wirklich? Ja, das sind alles Fahrfehler. Muss ich wirklich jetzt blinken? Da kann keine Überraschung kommen, weil das ist eine Sackgasse. Und jetzt habe ich die ganze Straße Überblick und fahre einfach wieder geradeaus. Okay, glaubst du, das war so in Ordnung? Wenn du mich so fragst, dann ist ja die Antwort nein. Ja, das ja auch. Also ist mein zweites Leben weg? Oh, nee, oder? Habe ich hinten noch Platz? Wenn der Fahrlehrer nichts sagt, wollen wir weiter geradeaus fahren? Komplett. Warte mal, Passi schläft jetzt auf dem Stuhl oder was? Fahrlehrer reingegriffen, Gas gegeben. Nur nicht langsamer werden, ne? Guck mal, dass er am Gas bleibt. Komm, Gas bleibt. Nicht so langsam. Armes Passi. Armes Passi. Echt? Ja. Aber da war keine Markierung. Auf dem Boden doch. Ja, okay, aber das mal, muss ich ehrlich sagen, das war gerade echt scheiße. Hier der Unterschied zum Nico. Nico ist hier in der Mitte gefahren. Völlig überfordert. Völlig überfordert, Alter. Weg von der Kupplung. Weg, 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 weg. Keine Kupplung. Scheiße, ich sehe die Kommentare schon, Alter. Was ist bei Marc los? Nein. Jetzt ist er zwei. Danke. Scheiße, ich bin sehr weit entfernt. Der wird so Rückenschmerzen haben, Eileen. Im Führerscheinkasten. Jetzt komplett rüberziehen. Wir haben zwei Spuren nach links. In welche wolltest du rauskommen? Auf der ganz rechten. Musst du rauskommen, ja, das ist die ganz rechte. Du bist aber in die mittlere rein. Ja, scheiße, Mann. Willst du noch eine Gefahrenbremse machen? Nein. Noch eine Gefahrenbremse. Oh nein. Wann ist die Gefahrenbremse? Guten Morgen, Chris. Wie geht's dir, mein Lieber? Ich hoffe, alles gut bei dir. Jetzt. Hast du schön ausgeschlafen? Ich bin Gefahrenbremse, Alter. Ich bin fucking Gefahrenbremse. Es hat gar keiner gecheckt, Digga. Wie heftig ich gefahrenbremst, Alter. Du bist halt gefahrenbremst. Genau scheiße gewesen jetzt in der Endergebnis. Genau, ja, 3 Sekunden schon durchbar. Genau. Das war schon gut gleich. Bis gleich, Riddler, bis gleich. Guck mal, den Jungs. Heftig geschafft. Krasse Fehleinschätzung von dir, mich jetzt hier durchfallen. Ja, Jalla, Chris. Ja, es war unfassbar schlecht. Nicht bestanden! Nicht bestanden! So austicken, dass Andreas Kreuz kann froh sein, dass ich gerade nicht komplett auseinandergenommen habe. Digga, ich hatte fast einen Unfall. Ehrlich, er musste mein Lenkrad reingreifen. Ich hatte wirklich fast einen Unfall. Ey, Arne, auch auf einmal am Schwitzen. Ich denke sonst ganz cool, mir geht's gut und auf einmal dachte der an die Familie. Ich musste Gas geben. Marc, ja. So, Marc, du bist offiziell am weitesten gekommen von allen. Habt ihr das gehört? Ehrlich? Und jetzt die Frage, wer hat einen Führerschein? Jeder Einzelne von uns. Alles und entscheidende Frage. Wer von uns hat die Führerscheinprüfung bestanden? Ja, also in meinem Team leider keiner. Schalttechnisch war Ron schon sehr weit vorne. In der Kreativität, das ist immer wichtig. Aber Tim hat, glaube ich, rechts vor links kennengelernt für sich. Okay. Auch auf Parkplätzen. Aber wie gesagt, insgesamt traurige Leistung für Leute, die einen Führerschein haben. Ja, bei mir hat es leider auch keiner geschafft. Aber ich muss echt sagen, die Jungs waren an sich gar nicht so schlecht. Tatsächlich hat es bei mir der Nico am weitesten geschafft und ist auch kurz vor Ende erst durchgefahren. Also bis dahin ging es eigentlich ziemlich gut. Ich bedanke mich selbstverständlich bei Fahrwerk Köln und Fahrwerk Siegburg. Dankeschön. Leute, wenn ihr auch wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das Originalvideo packe ich euch ebenfalls in die Videobeschreibung. Und wenn ihr mal bei unserem Sabaton vorbeischauen wollt, wir sind dauerhaft live, dann auch mal in die Videobeschreibung klicken. Kuss geht raus und ich würde sagen, hasta luego.